Gut, weiter geht's. Yay. So, warte mal, was wollte ich jetzt genau? Ich wollte zu dem komischen Goldstuben-Ding dahin. Habe ich noch irgendwas? Ich kann zumindest nichts Multiplayer-mäßiges machen, wieder mal. Das ist gut zu wissen. Auch wenn es irgendwie interessant ist, dass der Multiplayer gesperrt wird an manchen Stellen. Aber okay. Jetzt ist die Frage: Habe ich noch irgendwas anderes, was ich machen kann? So nebenbei mal. Abends gleich 4 Uhr. Dann ist der Daily Reset. Das sollte ich mir eventuell merken. Habe ich noch irgendwas zu tun im Battle Pass? Nö. Dann passt das. Frag mich ja gerade. Ist bei den Häusern jetzt hier mehr los als vorher oder nicht? Bei dem Patch war ja hier nichts großartig los. Aber jetzt ist ja vielleicht irgendwas. Hui. Das war knapp. Der war dichter als gedacht. Das Füchse? Ja, es sind Hunde. Oder? Ja, nicht. Deine Beine waren am Boden. Okay, die hauen einfach so ab. Kann ich dich mit Wasser ärgern? Kann ich? Das zum. Ach, Blätter oder was war das gerade für ein komischer Bug? Was macht ihr eigentlich? Ihr kümmert euch kein Stück darum, ob ich euch nass mache. Okay. Von mir aus. Okay. Du streust immer noch Samen nonstop durch die Gegend. Cool. Und hier ist immer noch nichts Neues los. Okay. Aber jetzt kann man ja hier hochlaufen. Würde ja fast schon interessieren, ob jetzt irgendwas ist oder nicht. Übrigens habe ich gesehen, man kann für Feuerflugsbäume kann man keine Dingens nehmen. Also für Bosse allgemein kann man kein doppeltes Harzzeugs nutzen. Das ist interessant. Aber okay. Wäre ja auch langweilig, wenn man einen Boss nur einmal machen müsste. Für zwei Belohnungen. Sind das solche komischen Schalen, wie man schon kennt? Okay. Es passiert nichts. Wie gesagt, ich will eigentlich diesen kleinen Bach, den kleinen Wasserfall wieder haben, der hier war. Den fand ich irgendwie interessanter zum Erkunden. Kann man eigentlich? Man kann bestimmt, oder? Kann man auf das Haus auch wieder klettern? Die Frage von wo an? Nein, runter. Ah, Moment, ja. Hat der Oni nicht eine kleine Stelle gefunden, wo die Entwickler geschlampt haben? Aber interessant, die haben echt einfach das Gebäudedesign einfach nur da reingesetzt und das Terrain auch von außen gelassen. Nach dem Prinzip, wir haben das Ding da reingemeißelt. Whatever. Muss ich mir merken, das sieht halt natürlich aus irgendwie. Aber manchmal ist das extrem künstlich aus und manchmal finde ich es extrem realistisch irgendwie. So ein bisschen blöd. Je nachdem, was man da reinsetzt. Oh, das ist ein Geosiegel. Geht dann halt nicht nach oben. Heult Paimon jetzt gleich wieder rum, wenn ich hier hochkletter. Bestimmt, oder? Wann heult Paimon nicht darüber rüben? Ist wiederum hier beim Dach hinten einfach eine Grasfläche hinten dran, das ist interessant. Also. Ja, natürlich, eigentlich ist es auch wieder vollkommen richtig. Dass mich in den Berg reingebaut worden ist. Also da ist eine Kiste schon mal. Aber ich will eigentlich ganz oben testen. Hatte ich eigentlich das andere geholt? Hatte ich gerade die Siegel davon am Wand weggeholt? Also, ich kann eine Sache sicher sagen, auf diesem Bau-Dingens-Bau hier ist nichts. Was ist das da hinten oben?
ist was auf dem Berg. Ein Busch, oder? Aber auf dem Berg komme ich nicht rauf, oder? Nee. Der ist im Abseits, definitiv. Interessant aus, so weit zumindest. Ja, egal. Wow, what the fuck? Das Dach ist ziemlich senkrecht. Okay. Gut, hier ist nichts, dann sammle ich das Zeug ein. Geosiegel. Ist noch wieder ein bisschen Mora. Jetzt ist Mora hier eingesammelt. Das Geosiegel-Zeugs. Nicht ganz runter, nicht ganz runter, nicht ganz runter, nicht ganz runter. Oh, Mann. Schatz eingesammelt zu haben. Gut, gut. Also in die Sonnenkiste. Eine hübsche Truhe mit nichts drin. Yay. Echt sonst nichts mehr? Oh fuck. Out of Stamina. No, ich hasse es. Ach ja. Ich überlege. Wenn man dann irgendwann 500 Ausdauer oder so hat, mit allen Gebieten. Und dann quasi ihn komplett leer hat und wieder neu aufladen muss. Das könnte echt interessant werden. Goldschmuck betreten. Ah, das ist ein Tempel. Interessant. Auf der Suche nach der Wahrheit erreichst du das Zentrum des Wirbelwindes. Inmitten des Goldes erwartet dich. Punkt, Punkt. Okay, rein da. Das wiederum ist interessant, dass es einfach ein Dungeon jetzt ist und kein Gebäude. Ist das der Leichnam da hinten? Das wiederum ist echt interessant, dass hier drin Geld ist. Wieso ist keine Wache davor? Wieso? Ach, weil er da vorne schon platt auf dem Boden liegt. Das erklärt, glaube ich, so einiges gerade. Wollte mich gerade sagen, wie kommen wir jetzt hier auf einmal so schnell rein? Wenn du eine einzelne Moore anfasst, sind wir erledigt. Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Wieso fährt sie so viel auf Geld ab? Also so sehr. Wir sollten zuerst nach Lore den Leichnam sehen. Irgendwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein. Ja, da vorne in der Cutscene war gerade eine Leiche zu sehen, links von uns. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Look, what happened here? Das fällt euch jetzt auf. Ah, das sind die Meleliefen. Paimon smells trouble. Quick, we have to go make sure that the Exuvia is all right. Wieso ist der Leichnam aufgerichtet? Warum schwebt er? Das ist interessant. Notreparatur, sieh die Details an. Herz aus der Konsole, den Leichnam des Stammvaters, was? Okay, wir können mit dir nicht reden. Ist eigentlich eine Münze mal einen Mora wert oder ist das irgendwie anders? Carpe diem. 100 davon. Bla. Wie viel habe ich eigentlich? Da wollte ich nicht hin. Aber dahin. Ich habe fast wieder eine 10er-Ziehung. Frage ist jetzt gerade. Nee, es ist einfach echt nur ein abgeändertes Bild. Nur weil man den hier macht, heißt es nicht, dass jetzt die irgendwie bevorzugt werden, oder? Nee. Das würden sie nicht. Wie gesagt, hier kann ich Diona ziehen und wenn ich ganz so Glück habe, Tartaglia. Oder will ich jetzt einfach
Ich könnte halt mal eine andere Währung umwandeln, theoretisch. Aber irgendwie. Vielleicht kann man die noch irgendwann besser verwerten, das Urgestein. Also das andere Urgestein, das. Das Urgestein. So, Daily Bundle-Dinger. Angemeldet habe ich. Bla. So. Er sieht wie eine Arena aus. Okay. Wieso darf man diesen Dingern eigentlich nie irgendwie ansatzweise Dingsen klettern? So, hi. You've already fulfilled your task as guides. So why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Als Anführer, was? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. Aye. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Sieht so, sieht aus, als wäre ich gerade zur rechten Zeit da gewesen. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location. Don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Moramints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. Ist lange ich da bin. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. Mein Team. The time for discussion and diplomacy is already past. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure. And one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Yay, boss fight. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Ich kann dich niemals besiegen. Ich fürchte, du irrst dich. Fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. Cool. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Ich bin gerade sehr enttäuscht von ihm, möchte ich anmerken. So ein bisschen enttäuscht. Er macht ja nicht mal mehr was. Das war cool, der Move. Na, ja komm. Good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger.
Das ist jetzt gerade interessant. Ein teuflisches Auge. Okay. Sehr interessant. Oh, ich sehe es kommen. Später kann man noch das teuflische Auge bei den Charakteren freischalten. Aua. Aber das ist echt interessant irgendwie. Ich hätte damit gerechnet, dass jetzt noch sowas kommt. So ein Second Mode, der stärker ist. Das ist gelogen. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. I see. Well, this is most unexpected. You. You beat me to it, didn't you? What the fuck? Kraft, hat hier der letzte, was? Not bad. But this is going to cost you. Okay. Drei Paars und einem, cool. Die Musik ist cool. Und dass er zumindest redet und nicht nur Text anzeigt, ist auch gut. Aber ich weiß nicht, wann ich reden kann, wann nicht. Deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal still und konzentriere mich so ein bisschen. Ich mache zwar gut Damage, aber der macht trotzdem. Der ist jetzt auch nicht so schwach. Die meisten seiner Moves sind halt über meinem. Aua! Der Vogel hält nicht lange noch an. Was? Hat er gerade, er hat gerade einen Wal gerufen. Ich spam einfach, das ist glaube ich die beste Idee, die ich habe, oder? Was ich am besten machen kann. Gar nicht auf irgendwelche Kombos konzentrieren. Einfach machen. Oder ich spam einfach nur mit den Basics, weil die machen irgendwie am meisten Damage. Oh fuck, Moment. Selbst uns ist es noch nicht gekommen, was? Okay. Well then, time to cool off. It seems the burden of
The Foul Legacy transformation was too great for my body. I lacked, and now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. Was? You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Senora's initial assessment of you and Mondstadt. Tell me, how could that be? Wenn das jetzt nicht hier ist, ach, dann hat das doch definitiv, wie heißt er jetzt? Song Li, oder nicht? Ich wette, Song Li hat das Ding schon. Es liegt daran, dass wir nach und nach meine ursprüngliche Kraft wiederherstellen. Es liegt daran, dass wir die Kräfte der sieben Elemente sammeln. Wir sind mal ehrlich. Ursprüngliche Kraft. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Ja, und unsere Rüstung ist komplett nicht zerrissen oder sonst was. Na toll. Ist ja gar nicht klischee-mäßig jetzt. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend. Even if our friendship can only be shown in battle against one another. Klingt nach Natsu. So ein bisschen. Beziehungsweise hier. Ich hab seinen Namen vergessen. Wie hieß nochmal der Eisboy? Verdammt, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich es geguckt habe, aber egal. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. Das heißt, Ningguang hat das Ganze zu Anfang schon rausgenommen? In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Rexlaps lebt noch? Oder Rexlaps ist einfach, Gottverdammt nochmal, Song Li. Das kann natürlich auch sein. Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. Okay. Netter Plot Twist. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this. I absolutely detest working with those who are weaker than I. Oh. The truth is, the world belongs to those of us who desire to become strong. I seldom willingly mingle with any dull and boring weaklings who think otherwise. Nebenbei, ich musste Level 35 mindestens als Truppenstufe haben. Gilt der mit dem Level mit, oder wie ist das? Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyan's stone forest. Oh, okay. A god? Osiel, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo Archon, in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo Archon's stone spears ever since. Mach mir nicht meine Farming Spots kaputt, danke. If such an ancient god would be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Das ist eine gute Frage. Das heißt, der Gott, der uns eigentlich unserer Kräfte beraubt hat, ist auch einer von denen, oder? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Ach, das sind die Siegel. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Ich habe deine Forschung mit meinen eigenen Augen gesehen. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research.
With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. Ich muss mich mal ganz kurz um die Katze kümmern. Okay, weiter Text. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Cutscene time. Oder Leviathan. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Nia, you're free to stay and enjoy the show. He's already gone. That guy is fast. What's going on? Okay. Die Stadt war schon halb unter Wasser, aber okay. Passt schon. Den Leuten geht's bestimmt gut. Es geht jetzt alles gerade irgendwie schneller als gedacht. Das ist echt eine Wasserhydra. Cool. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Riesige Wasserschlange bei den Goyon-Türmen. Paimon. Denk mir bitte genauer nach. Do we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Leela yet, has it? Paimon. What are you doing here? Hi, Shao. Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chi-Sing. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now. And unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Leela? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pin in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle.
Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. Ich muss mich nochmal ganz um die Katze kümmern. Die geht gleich auf den Sack. Moment. Könnte auch an, dass die Katze jetzt heute Morgen wieder so ein Theater macht. Jetzt geht's meinem Magen gerade einigermaßen besser und jetzt nervt die Katze hier. Deswegen ich anderen Aufgaben muss. Super. Und das um 4:30 Uhr morgens. So will the power of the Chi-Sing, Millilith and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together. And our conclusion is... Not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Lila. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chi-Sing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to Mamet. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Okay. Okay. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me. Let's go help too. We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you are made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Okay, darf ich jetzt hier reden? Ich hoffe. Interessant. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wenn das der Bossfight ist, dann lache ich. Krieg den Dicken nicht platt. Ich darf gegen den Dicken nichts. Ah! Okay. So. Gegen euch habe ich mehr. Die Kamera zurück, danke. So, der ist tot. Hat Schaden genommen, das ist auch gut. Das ist aber nur der Vorkampf, so wie das in der Luft, oder? Der richtige Kampf kommt noch, oder? Ich hoffe doch. Muss ich das jetzt einfach nur dauerhaft aushalten, oder was muss ich machen?
Deaktivieren. Bin verwirrt. What is that? That is Osile's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Ach so, das Ding. Let the show begin. Er sagt, dass von oben irgendwas runterkommt. Also, oh fuck. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snej and I's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Das ist irgendwie ein bisschen kacke, der Fight. Gerade mit dem Erdelement muss ich das sagen. Oh fuck. Oh fuck. Ja, und dann zwei damit. Oh, ist das nervig. Igitt. Ja. Okay, zumindest wurde ich gebufft irgendwie. Lasst bitte mal die Dinger in Ruhe. Wo ist eigentlich jetzt der King auf einmal hin? Sollte die mir nicht eigentlich helfen? Eigentlich sollte die mir helfen. By the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. Huh. So this is what Ganyu's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast. Okay, so möchte ich gern immer laufen. Au. Achso, okay, jetzt bekomme ich rote Marker von der Zeit. Okay. Das Ganze ist gerade ein bisschen, das überfordert mich gerade so ein bisschen. Hilfe. Ich muss echt den Timer oben abwarten, kann das sein? Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand three forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Okay, cool. Ja. Kann ich diese Kraft eigentlich immer haben, bitte? Ist irgendwie voll krass cool. Oh ja, so macht es Spaß. Rumrennen und Speed ohne Ende. Interessant. Also mehr. Good to know. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Noch mehr Gegner? Wow. Ich werde diesen Power Spike vermissen nach und nach. Ich meine, es wäre aber schon so ein bisschen arschig, wenn ich jetzt die ganze Zeit nonstop hier gegen die normal kämpfen müsste, glaube ich. Das ist echt ein bisschen arschig. Hi Leute. Nimm einen Vogel, nimm einen Feuermann, nimm einen Basic, noch mehr Feuer. Die sind einfach nur geschwächt und ich nicht gestärkt, kann das sein? Aber egal. Sollen wir recht sein. The Fatui's numbers are thinning. Fight on, comrades.
Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Salve. Okay. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Huh? Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Ich bin verwirrt. Und meine Nase verreckt gerade. Würde nicht mal gerne einen Cut machen. Hier ist dein Blumen. Hauptsache, ja. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well,
I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebearers would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Chi Sing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Chi Sing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Chi Sing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Wir sind hier alle auf derselben Seite. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Wenn es Uneinigkeiten zwischen den Beschützern und denen gibt, die sie beschützen sollen, dann wird es sehr schwierig, die Harmonie wiederherzustellen. Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Das haben wir in der Stadt der Freiheit gelernt. Each of the seven nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock. To be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there! When danger is near, everyone always protects me.
And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The Country of Contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Und sie versuchen, die Herzen der Menschen zu ergründen. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall. And return whence we came. Wieso hat Ningguang jetzt auch diesen komischen Bullen auf den Lippen? Irgendwas stimmt mit der Belichtung im Spiel nicht seit dem Patch. Okay. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Du sagst es. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the overlord of the vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Paimon doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptilus Rite of Parting that we're organizing? No idea where Zhang Li's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Okay. 54 Minuten, seitdem ich von da oben zum Goldsturm-Ding geflogen bin. So, jetzt ist die Frage, ist jetzt hier irgendwo mehr das Ding oder nicht? Ist jetzt der fliegende Palast im Meer irgendwie versunken, dass ich ihm treten kann? Nee. Fliegen tut er auch nicht mehr, weil sie hat ihn geopfert, um das Ding zu... Okay, ganz kurz. Was ist jetzt eigentlich gerade alles passiert? Wir sind in die Goldstube gegangen. Da wollte der Graf sich das Herzding holen von Rex Lapis. Das wiederum konnte er nicht, weil es weg war. Oder es nur eine leere Hülle war. Eine Täuschung. Dann haben wir ihn platt gemacht. Das war so gefühlt der eigentliche Bossfight von dem Kapitel. Das war irgendwie
härter als das hier. Das hier war zwar geiler in Szene gesetzt fast, aber... der Mond geht auf. Sehr schnell übrigens. Ja. Dann waren wir auf einmal aus irgendwelchen Gründen auf dem Jadegemach. Was keinen Sinn macht, wenn wir unten waren. Also wir hätten nicht nach oben kommen können. Der ganze Hafen war eigentlich überflutet sogar. Das Wasservieh wurde von Geschützen platt gemacht. Am Ende haben alle ihre Kräfte gebündelt und das Ding irgendwie wieder versiegelt. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit dem Grafen und allen anderen? Keine Ahnung. Das werde ich alles gleich dann herausfinden. Ich habe hier noch den Legendenauftrag und... den Legendenauftrag. Jetzt wahrscheinlich der Rest von der Mainquest noch. Aber das mache ich gleich erst. Ich mache jetzt hier den Cut quasi. Ich muss gucken, ob ich die zwei Stellen mit der Minute Pause ungefähr rauscutte oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Bin ich zu faul für. Das wird jetzt ein Stundenvideo mit zwei kleinen Pausen da drinne. Man kann es hier skippen. Ist ja kein Stream gewesen. Von daher passt schon. Gut. Pausenmenü. Ich tapp raus. Habe Level 43 erreicht. Juhu. Das hat extrem viel EP gegeben, offenbar. Aber okay. Gut. Ich tapp raus und sag damit Ciao und bis dann.